Willkommen bei der Challenge in 24 Stunden von Köln bis Amsterdam. Warum das Ganze? Zwei Gründe. Erstens, einfach nochmal Grenzen ausloten. 250 Kilometer sind schon Brecher. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich gehe ehrlich gesagt schon ein bisschen auf den Zahnfleisch. Zweiter Grund, eine schöne Portion Pommes. Richtig Bock drauf. Official dreistellig. Wir haben die 100er Marke geknackt, sind jetzt so bei 105 Kilometer. Richtig cool hier, richtig schön. Wow. Wie ihr seht, wir müssen die Fähre nehmen. Boah. Wir haben jetzt genau 5:30. Ich stehe komplett allein an der Domplatte. Keiner ist da, das hatte ich auch noch nie. Aber ich würde sagen, wir legen los. 250 Kilometer liegen vor uns, ab auf den Sattel und Vollgas Richtung Küste. Langsam wird Köln auch wach und sieht die ersten Leute auf den Fahrrädern auf dem Weg zur Arbeit. Die Bäckereien werden beladen, aber angenehm so jetzt gerade hier erstmal durch die Stadt zu fliegen. Die Antennen sind auch gerade ausgegangen, kurz vor 7 haben wir es. Noch mitten in der Stadt, aber schon Gravel-Untergrund. Sehr geil, sehr geil. Sind wir schon da? Das hier ist doch Holland-Style, oder? Die Sonne geht gerade auf, mega Gefühl. Zum Glück noch eine kurze Zeit im Dunkeln gehabt, das habe ich auch diesmal wirklich so geplant. Weil bei dem 100 Kilometer Marsch habe ich die Dunkelheit echt fertig gemacht. Und ich glaube auch, dass wir es halt so in 12, 13 Stunden vielleicht schaffen, Amsterdam zu kommen, hoffentlich. Weil dann wären wir eigentlich soweit gar nicht in Dunkelheit unterwegs. Das sind natürlich Optimokti. Zu meiner Rechten ist der Rhein, da radeln wir jetzt auch schon ein ganzes Stück dran entlang. So Leute, jetzt haben wir ungefähr 30 Kilometer auf der Uhr. Heißt also, erstmal was snacken. Denn das ist auch die Taktik, ähnlich wie beim Deutschlandcross. 30 Kilometer fahren, dann gibt es einen Snack. Also jetzt gerade zweites Frühstück. Nochmal 30, da müssten wir, ja, haben wir immer noch früh, also dann drittes Frühstück, nochmal 30, dann Mittagessen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und allgemein noch ein kurzes Update. Klar, die Strecke hat keine Steigung. Wir fahren ja sogar eigentlich ganz mehr oder weniger fahren wir nur bergab. Aber der erste Teil, der war jetzt immer an der Hauptstraße entlang und das persönlich stresst mich irgendwann. Das ist die ganze Zeit so brutal laut und man hat super starken Gegenwind. Deswegen war ich voll froh, als einer mit dem E-Bike vor mir war. Der ist schön aufrecht gefahren, da konnte ich mich super in den Windschatten klemmen und bin erstmal einfach hinter dem hergefahren. Gerade gilt noch die Taktik, ein bisschen Kraft spannen. Weiter geht der wilde Ritt. Gut wird es jetzt gleich anfühlen, wenn vorne keine 2 mehr steht. Richtig schöner Abschnitt hier in Neuss. Perfekt geteert, schön grün, ruhig, weit weg von Autos. Top. So könnte es bis nach Amsterdam bleiben. Das war ein sehr nicer Abschnitt. Der hat richtig Bock gemacht. Kleine Erfolge feiern. Wir haben keine 2 mehr vorne. Nur noch 199 Kilometer to go. Aber bisher läuft's gut. Immer positiv bleiben. Und wie gesagt, kleine Erfolge feiern. Das war auch damals bei meinem Marathonlauf so wichtig. Ansonsten ist man irgendwann einfach mürbe im Kopf. Hat keinen Bock mehr und dann geht es steil bergab. Wenn wir vorhin jetzt nach links gefahren wären, wir Richtung München-Gladbach gefahren. Bei uns geht es jetzt nach rechts und damit direkt Richtung Grenze. Das ist jetzt auch das nächste größere Etappenziel, das ich mir gesteckt habe. Übergang nach Holland und ja, Bike rollt. Nur was ein bisschen doof ist, jeden Kilometer kommt eine Ampel, die ist immer rot. Du musst jedes Mal anhalten. Das ist echt schade. Wenn man da durchballern könnte, ist ja schon geil. Seht ihr? Schon wieder rot. Jede Ampel ist rot, das ist echt der Hammer. Der nächste 30er-Block ist voll.
Also Riegelzeit. Nur jetzt hier an der Straße finde ich das doof. Fahren wir noch ein bisschen weiter und suchen uns eine Bank, wo man sich ein bisschen hinsetzen kann. Show. Wiese ist wie für mich gemacht. Jetzt hätte man sie einst für eine Pause angelegt. Geil. Zweite Pause. Ach, so ein bisschen ziepen tut schon. Und ich glaube, ich habe eine Falte am Popo. Die muss ich mich auch mal gleich drum kümmern. Aber erstmal in Ruhe arbeiten. Wir haben jetzt 10 Minuten ungefähr Pause gemacht. Sind ein bisschen über 60 Kilometer, 65. Setzen wir mal zu den nächsten 30 an und machen dann, denke ich mal, wenn wir dreistellig sind, die nächste Pause. Ach du Scheiße. Hier wird's fast nass gemacht. Cool hier, richtig schön. Wow, ich bin begeistert. Das ist natürlich immer geil beim Fahrradfahren, oder Leute? Man sieht halt in kürzer Zeit einfach viele Dinge. Das ist immer geil. In Kempen waren wir gerade. Sehr schön dort. Wenn ihr in der Nähe seid, checkt mal Kempen aus. So, Drohnenaufnahmen machen schon echt immer richtig Spaß. Aber die Nummer war jetzt zum Teil doch tricky. Fast mit der Drohne in den Baum geflogen und fast hat es mich gelegt, weil ich vergessen habe, aus den Klicks rauszugehen. Ich hoffe, dass euch die Bilder gefallen haben. Aktuell ist es so, dass ich langsam ein bisschen Hunger kriege. Die Riegel also nicht mehr ganz ausreichend sind. Wir sollen mal gucken, dass wir jetzt, wenn wir die 90 gleich voll haben, irgendwo mal noch einen kleinen weiteren Snack zu uns nehmen. Fallen wir einmal ins Zuckerloch, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Here we go. Here we go. 1 Kilometer nur noch. Dann sind wir in Holland oder in den Niederlanden, ist ja richtig. Yes. Grenze erreicht. Ach, Grenze überfahren. Jetzt sind wir in Holland. Ach, kaum. Kaum zu glauben. Richtig cool. Können wir direkt mal gucken, wo es was Frittiertes gibt. Scherz. Kurz vor den 100. Ballert. Ballert. Oh, jetzt gerade. Oh, ich hab Bock mal irgendwas anderes zu essen außer Riegel. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Ja, also jetzt gerade haben wir so ein bisschen so ein Leistungstief. Wir haben jetzt fast die 100 Kilometer geknackt. Ich habe allerdings gerade schon ein bisschen Bock, was anderes zu essen außer Riegel. Wir sind hier aber in einem ganz großen Naturschutzgebiet. Ist natürlich super schön hier zu radeln, aber natürlich gibt es deswegen ja auch kaum Nahrung oder Getränke. Was heißt für uns erstmal weiter durchziehen. Von daher Riegel Nummer 3. Okay. Nächste größere Stadt ist Nijmegen. Spätestens dort gibt's Mittag. Mittag gibt es heute eine große Portion Nudeln auf jeden Fall. Richtig Bock drauf. Das Hose rollt wieder. We are back on track. Ah, nach müde kommt doof, ey. Ich bin schon richtig viel Schmarrn. Eieiei. Official dreistellig. Wir haben die 100er Marke geknackt, sind jetzt so bei 105 Kilometer. Das ist magisch. Dreistellig ist immer gut. Ist immer ein geiles Gefühl. Auch wenn es jetzt in unserem Fall nicht mal die Hälfte ist, aber egal. Yes, Hälfte ist geknackt.
Oh, ist auf 124 Kilometer gesprungen. Nice. Geil. Geil. Ich habe jetzt also nur noch eigentlich ins Ziel rollen. Oh. Tatsächlich ist es jetzt so, ich bin hier an irgendeinem Spar. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Ich fange so langsam an, das zu zittern. Ich bin gerade richtig fertig. Ich muss jetzt erstmal auftanken. Alright, alright, alright. Weiter geht's. War jetzt wieder eine sehr kurze Pause. Und als nächstes ist Mittagspause und dann machen wir eine richtige Pause, weil die brauche ich jetzt langsam. Oh, so ein Windschatten. Mega gut. Richtig schön, dass hier viele Leute mit E-Bikes sind, die so schnell, so aufrecht fahren können. Ich fährt halt echt einfach auf 28 km/h, kann da hinterher ballern und es ist halt nicht im Ansatz so anstrengend, wie wenn man in den Gegenwind ballert. Heißt, es waren wieder ein paar geschenkte Kilometer. Ja, fliegen mittlerweile durch Nimmi. Scheiße. Dritter Versuch. Wir sind jetzt durch Nimmegen durch. Leider sind wir nicht am Zentrum vorbeigekommen. Das heißt, Thema Essen, etwas längere Pause ist noch ausstehend. Und was auch oft passiert jetzt die letzte Zeit, dass ich von Rennradfahrern überholt werde. Ja, und dann merkt man schon noch mal so, richtiges Rennrad, da geht schon einiges mehr. Aber ganz ehrlich, ich habe mir halt gedacht, komm, hab ich Bock drauf, das Fahrrad, das rollt, hast halt nicht die Mountainbike-Reifen. Von daher, ich gedacht, komm, passt schon, auf geht's, Meter machen, funktioniert irgendwie. Und ja, ist schon sagen, man kann immer optimieren, aber geht. Ja, und was echt cool hier ist, die haben hier Radwege, das ist der Hammer. Das habe ich, ich kenne das so in Deutschland wirklich gar nicht. Es gibt halt Städte wie Münster oder so, die sind da schon richtig weit und richtig gut, aber es sind einfach überall perfekte Radwege, die einfach auch brutal breit sind. Das ist schon sehr, sehr cool. Yes, nächster kleiner Erfolg. Wir haben kein dreistellig mehr zu schaffen. Also wir sind unter 100 Kilometer gefallen, die wir noch fahren müssen. 149 haben wir jetzt drin. Und ja, ist geil. Boah, hätte ich nicht gedacht, so man kann schon echt viel aus sich rausholen. Das ist so. Irgendeinen Imbiss gefunden. Machen wir jetzt Pause. Ich brauche unbedingt was zu essen. Und Zucker. Und eine Cola oder so. Oh, doch. Mit Essen ist leider nichts. Hier gerade alles andere als schön, weil der sein LKW die ganze Zeit laufen lässt. Aber es gibt mal eine Cola, ordentlich Zucker, Koffein. Oh, und sobald es dann irgendwo einen gescheiten Imbiss gibt, dann schlagen wir zu. Vorher noch ein paar Powergums, um jetzt gerade irgendwie so ein bisschen weiter zu kommen. Oh, so, wir fahren mal weiter. Ich überlege die ganze Zeit, was so gerade besonders positiv ist. Und im letzten Video bin ich ja mit dem neuen Gravelbike von Marius gefahren. Und ich kann auf jeden Fall sagen, mein Sattel passt mir besser. Das ist was Positives. Wir fahren mal weiter. Das mit dem Essen ist auf jeden Fall so langsam hier ein bisschen akut und auch ein bisschen ein Problem. Ich habe die Route mal gescheckt, leider fahren wir jetzt aber sehr viel über Land. Ja, deswegen Daumen drücken, dass da halt irgendwie was halbwegs Gescheites kommt. Cola ist jetzt drin, das bringt uns auf jeden Fall erstmal weiter. Das war jetzt ein bisschen ein harter Schnitt, aber ich fahre gerade ohne Scheiß. Ich fahre gerade im Tunnel, ey, gefühlt kann ich einen Meter weit gucken. Und dann zieht er mir alles vorbei und ich laufe voll auf Standby. Aber wir sind an einem sehr besonderen Ort angekommen, auf unserer wilden Reise hier nach Amsterdam. Und das ist das erste Mal, dass wir mit dem Fahrrad tatsächlich nicht weiterkommen. Wie ihr seht, wir müssen die Fähre nehmen.
Ich habe überlegt, mit richtig Saft so auf das Wasser drauf zu fahren, aber ich glaube, da haben wir keine Chance. Ist auch noch was anderes, noch ein bisschen Highlight auf der Tour. Fährenfahrt. Sehr geil. Das war cool. Sicher über den Fluss gekommen. Jetzt geht's weiter. Auf der Straße. Puh. Ein Highlight kommt sogar noch laut Komoot. Heute ist Donnerstag und irgendwas scheint auch hier zu sein, irgendwas Besonderes. Also ganz viele niederländische Flaggen hängen draußen vor den Häusern. Irgendein besonderer Tag ist hier. Geil. Ich habe was gefunden. Oh, geil. Pizza. Ich habe so Bock drauf. Ich freue mich gerade so über diese Pizza. Das könnt ihr überhaupt nicht glauben. Ich bin gerade so überdurch. Es ist einfach Pizza und diese... Oh, ich freue mich gerade einfach. So, die wird jetzt übertrieben genossen. Dann haben wir nochmal richtig Power. Wir haben jetzt noch so 76 auf der Uhr. Ja, die müsst ihr schon noch reißen. Heißt, ein Stopp nochmal hier nach. Deswegen gönnen wir uns jetzt mal eine etwas längere Pause. Haben wir uns auch verdient. Jetzt haben wir tapfer durchgehalten. Ist schon so eine Mischung aus mentaler Geschichte auch einfach, dass es echt reingeht. Aber jetzt, oh, ich werde jetzt erstmal diese Pizza genießen. Ich habe so Bock drauf. Oh. Oh Gott. Oh. Mega. Okay, weiter geht's. So, Update. Es wird jetzt noch eine Stunde reingetreten. Dann letzte Pause, bevor wir dann zum Abschluss das ganze Ding mit 40 Kilometer abrunden. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Weil komplett durch, das klappt nicht. Aber jetzt eine Stunde mal noch ein bisschen. Ich glaube, ganz gut. War 18 Uhr. 18 Uhr dann. Kurz Pause. Ja, und ich schätze dann maximal noch mal 2 Stunden. Und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Ja, das finde ich immer hart, ey, wenn die vom Radweg und Roller an dir vorbei bolzen. Das ist gut. Zeit, noch mal Wasser zu kaufen und eine Coke oder so noch mal. Thank you. Bye. Wir sind jetzt hier im letzten Stopp, gibt noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Sprite, ein bisschen Zucker. Und Leute, nächster Erfolg, wir haben tatsächlich die 2 vorne stehen. Wir haben die 200 Kilometer geknackt, die haben wir drin. Und ähnlich wie geplant müsst ihr jetzt noch so ein bisschen über 40 Kilometer und dann sind wir am Ziel. Das heißt, jetzt gleich noch mal 2 Stunden reingetreten. Dann haben wir es aber, dann sollten wir es geschafft haben. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, als ich heute Morgen in Köln los bin, habe ich schon gedacht, so, okay, das ist halt echt weit und das wird auch tough. Aber jetzt gerade ist es schon tough. Also ich bin wirklich leer. Mir tun die Beine weh, der Hintern brennt mittlerweile auch. Also schon viele Wehwehchen. Ist heftig. Ist wirklich heftig. Kurz noch mal jetzt ein bisschen verschnaufen, ein bisschen runterkommen. Dann setzen wir uns nochmal drauf. Amsterdam, 23. Nur noch 23. Der schneidet den Rasen auch mit der Nagelschere. Tipptopp. Da kann man sich noch ein schöneres Wetter auf den letzten Kilometer wünschen. Keine Wolke am Himmel, Golden Hour, Ferne, Weitsicht. Super cool gerade.
Start. Wir sind noch nicht mehr zweistellig. Wir sind unter die 10 Kilometer gefallen. 235 Kilometer haben wir damit geschafft. Boah, das fühlt sich gerade geil. Geil, ey, nicht mehr zweistellig. Ich kann es kaum fassen. Wir sind in Amsterdam. Wir sind einfach von Köln nach Amsterdam gefahren. Oh, ich bin so fertig. 14 Stunden 50 haben wir gebraucht. Oh, oh. Kurze Pommes jetzt zu finden, stellt sich doch ein bisschen schwieriger raus als gedacht. Deswegen jetzt das Feedback zur Tour. Also wir haben fast 250 Kilometer in 15 Stunden abgerissen. Köln war Start, Amsterdam war Ende. Oh, wir haben das Ding geschafft, ist gepackt. Ich bin aber auch wirklich leer. Das hat mich auch an, also ich bin an meiner Grenze, absolut. Jetzt gerade, wo ich hier anhalte, ich fange sofort das Zittern an, kriege sofort Gänsehaut. Also ich bin echt leer, ich brauche unbedingt Essen, Nahrung und dann halt auch einfach Schlaf. Unterkunft für heute? Geil, mein Hotelzimmer. Die Koje passt gerade eben rein. Aber oh, scheiße. Aber egal. Hauptsache gleich hier hinflitzen. Ich bin so durch. All in all war es aber mega nice. Es hat Bock gemacht, durch die Landschaft zu fahren. Ist die zweitweiteste Tour, die ich jemals gemacht habe. Es gibt nur die München-Gardasee-Nummer, die noch mal länger war. Aber ja, ich verliere mich in den Worten. Ich bin einfach zu groggy. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Fordert euch auch mal heraus. Es macht immer Bock. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.